Hallo hier in YouTube, hier ist wieder euer G und wir sind in der nächsten Folge Edna bricht aus mit Edna und Harvey. Edna im hübschen pinken Höschen. Wir sind im Trakt angekommen bei den anderen Insassen in der Psychiatrie. Da sollten wir definitiv nicht hin, da ist ihnen wohl ein Hoppala passiert. Wir werden gucken, was wir hier alles finden. Wo der Hörer ist, haben wir ja schon festgestellt, das wissen wir ja. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Und was wir festgestellt haben, ist es definitiv nicht einfach, ist das Game. Poetisch und deprimierend zugleich. Genau so soll's sein. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen, ohne dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen, ohne dass jemand rumgeht. Gut. Okay, dann schauen wir uns mal das Münztelefon an. Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Tja, 1-0 für Edna, würde ich sagen. Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Okay. Eine Lampe. Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Oh Mann. Hier ist es hell genug. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Frech. Zu spät. Jemand hat bereits alle Polster entwendet. Nein. Erstens habe ich keine Zeit, mich auszuruhen. Zweitens hat jemand alle Polster entwendet. Ja, wir wissen's. Oh. Zu spät. Jemand hat von diesem Sofa hat jemand... Okay, gut. Ich konnte es zwar schlitzen, aber es hat mir nichts geholfen. Mal gucken, ob ich hier einen Schalldämpfer für meine Primärwaffe finde. Moment mal. Wo sind denn die ganzen Kissen hin? Ja, die wurden entwendet, liebe Edna. Die wurden entwendet. Das klappt so nicht. Oh, wow. Cool. Die haben sicher ganz viel Freude mit uns. Die Topflappen sind ein mieser Ersatz für die fehlenden Kissen. Aber es war ein Versuch wert. Die Topflappen passen perfekt zu diesem Topf. Wenn er doch nur heiß wäre. Und jetzt was? Den Topf erhitzen? Ja, den Topf erhitzen wissen wir ja schon wie und wo. Aber es fehlt noch etwas, meint sie. Ach, vielleicht hätte die Topflappen dazu gebraucht. Ja, müssen... Ach, da komme ich jetzt gar nicht hin. Ja, okay. Gut, nun. Münzschacht. Leer. Schade. Leer. Schade. Leer. Schade. Pinnwand zeigt auch noch was an. Diese Pinnwand wird offensichtlich als Galerie für Kunstwerke der Insassen benutzt. Ich habe keine Bilder, die ich ausstellen will. Dann tacker doch den Harvey dran. Und meinen Leidensgenossen das einzige Forum zum Ausdruck ihrer Gefühle nehmen? Ich bin doch kein Barbar. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Alumann. Da steht ein alter Mann mit Aluminiumumhang am Fenster. Völlig normal, ne? Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel, du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? So viele Fragen. Ich bin ein freier Geist, ich komme aus dem kosmischen Kühlfluss. Ich bin ein freier Geist, ich komme aus dem kosmischen Fluss.
bekommen wir das nicht alle. Ja, aber nicht alle benutzen einen Poloschläger, um sich frei zu paddeln. Du bist schon ein ulkiger Vogel? Ja. Also nochmal, wer bist du und wo kommst du her? Ah, na gut, okay, ich rück mit der Wahrheit Audi. Aus. Ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien. Ich habe keine Cousine Betty in Australien. Verdammt. Ich habe nur eine Cousine Rugnelda in Vladwakistan. Aber wenn die mich besuchen käme, dann wüsste ich das längst. Weil du durch ein kosmisches Band mit ihr verbunden bist. Ja. Erstens das. Und zweitens hört man die Tauben zu Boden plumpsen, bevor sie kommt. In Vladwakistan legt man nicht so viel Wertigene, weißt du. Also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Mein Gott, ich bin Edna und ich komme aus einem Turmverlies. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Ja nun, ich würde mal fragen, wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Und was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Ja, der klingt absolut überzeugend, wie wenn er wüsste, von was er spricht. Nicht. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Ja. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, aber darüber hinaus. Halmer die Fresse. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Okay. Warum nennt ihr ihn König? Gut, das wissen wir jetzt eigentlich schon, ne? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet.
Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Hätte dir aber bestimmt gut getan, mein Lieber. Sprechen wir über was anderes. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Oh Gott, ist ja hilfreich. Ich meine, er hat ja recht, aber oh Gott, ist ja hilfreich. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Aha, so schon erklärt, danke. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Gut. Wird gemacht. So, hier haben wir noch ein Sofa. Ich hab irgendwie das Bedürfnis, alles zu schlitzen. Oh, schön. Schön, wie das klappt. Zu spät. Jemand hat bereits alle Polster entwendet. Aha. Ich kann später noch ausruhen. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Ob die wohl alle in dieser Kissenburg hier sein? Wahrscheinlich. Drogebecher. Aha. Der Drogebecher bewacht hier wohl die Residenz. In die übrigens rein kann. Cool. Kaputt. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss an der Grafikkarte liegen. Ach, das kann natürlich sein. Warum habe ich dann nicht früher dran gedacht? Fang den Frosch. Knobelomania. Aha. Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Für Volltrottel. Okay. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Okay. Hallo. Drogelbecher. Hallo. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher! Schade. Ja. Was für ein Kerl. Ja. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Du könntest ihn mit einem abgekauten Fußnagel eventuell vielleicht beeindrucken, könnte ich mir vorstellen. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Tube Ketchup. Drogelbecher! Oh, das leuchtet ein. So eine Figur kommt ja nicht von allein. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Tube Senf. Drogelbecher! Oh, so. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Drogelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Drogelbecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Drogelbecher. Cool. Ich meine, danke. Okay. So, wow. So, meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Gut. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft.
meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Troggelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber... Oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen. Okay. Bist du bereit? Nein, aber, ja. Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um Wenn das da draußen Troggelbecher ist, ist das Labertasche. Nichts. Erfolg oder Niederlage. Er ermüdet mich. Ruhm. Oh Gott. Oder Schande. Ich kann nimmer mehr. Köderfisch. Alter. Oder Wurm. Du machst das aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Ja. Und du musst mir die Lösung sagen. Ja. Oder zugrunde gehen. Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Echt jetzt? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Natürlich Zahl, weil die sehe ich doch hier. Zahl. Kopf. Oh. Wow. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Oh ich Gott. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl? Zahl. Kopf. Ja. Ich will es noch einmal. So. Kopf. Zahl. Der betrügt ja. Doch. Ich will deinen blöden Thron nicht. So. So. Wenn das eine List sein soll, ich warne dich. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Wirklich? Und? Oh, frag mich was. Wo ist Walter? Wo ist Walter? In einem Brunnen. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Oh nein, der Arme. Ach, Edna. Komme ich hier jemals raus? Ungewiss. Deine Zukunft ist, mein sehr junger Padawan. Oh Gott. Ich sehe einen weiten Weg, du noch vor dir hast. Ich sehe Schmerz. Trauer. Und... Huch. Ich sehe eine Klage auf Lizenzrechtsverletzung. Ja? Was wirfst du als nächstes? Oh. Guter Versuch. Wer wird der nächste Papst? Ich sehe, worauf du hinaus willst. Und nein, du bist es nicht. Verdammt, ich hätte nicht so oft fluchen sollen. Ja. Werden Menschen auf dem Mars landen? Ein klares Nein. Was? Einfach nur Nein?
Genau. Nein. Ja. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Oh Gott. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich schnell zu besiegen? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Um nochmal auf deine Gabe zurückzukommen. Oh, was? Ja, nun. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern, als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ja. So, einmal probier es noch. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf. Ja, Kopf oder Salz. Zahl. So ein Zufall, Kopf. Ich hab's vorausgesagt. Wow. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir. Ja. Ja. Dann ich auf dem Essgewicht. Ich hatte ja, die Geschichte hat man schon. So. Ich ziehe dann mal wieder. Ich glaube, ich muss weg. Den packe ich nicht mehr länger. Puh, naja, nun. Das war alles bisher noch nicht sehr hilfreich. Um es mal gelinde auszudrücken. Ach, shit, das wollt ihr. Oh, no, nein. Nein, 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 nein. Nein, ich will hier raus. So. Oh Gott. So, jetzt gehen wir nochmal zum Telefonhörer-Menschen. Aber selbst da habe ich das Gefühl, das bringt mir nicht wirklich weiter. Kann mir nicht helfen. Hände hoch! Ich muss dieses Telefon konfiszieren! Niemals! Da könntest du ja gleich mein Herz konfiszieren! Meine Seele! Und die Luft, die ich atme! Mann, komm mal runter, Alter! Gut. Es war ein Versuch wert. Er ist immer noch hier, hat sich auch nichts verändert. Gut, da läuft auch noch immer der Aktienmarkt. Das hat auch irgendwas mit ihm zu tun, hundertprozentig. Ich würde gerne noch was probieren. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Okay. Puh, dann schauen wir mal, was uns hier hinten erwartet. Heieieiei, knackig. Viel zu sehen, viel zu reden, aber null Info. Hier steht, Löffelknappheit. Ja. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Wer das wohl zu verantworten hat. Ups. Ich hab's kaputt gemacht. Yippie, nehmen wir die Bude auseinander. Ja, ich habe das Formular habe ich auch noch. Stimmt, da war ja was. Ich habe keinen Fensterplatz in meinem Nachthemd mehr frei. Und den Fensterplatz in meinem Herzen hat Harvey. No. Von dort spucke ich auf vorbeikommende Passanten. Aber den Zettel habe ich jetzt nirgendwo, den ich da abgerissen habe. Spannend. Aha, die
Okay, ihr seid also das Personal. Ich verstehe. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Ah. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Ah, so schließt sie der Kreis. Ups. Absicht. Fahrgast, der Kontrolleur. Ach, und da brauche ich dann die Ding. Ach Mann, da brauche ich dann sicher das Wäscheticket. Mist. Vielleicht hat er eins für mich. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Oh. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Guten Tag. Oh, gut, ich glaub, das wird nix. Himmel, nein. Ein Kontrollfreak. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierpreis. Also, wir müssen die Nummer 2 finden. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herrn Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings geht er mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja. Aha. Und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Uiuiuiui. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranaten! Ah! Wer kennt sie nicht, die guten Arschgranaten? Na gut, okay. Guten Tag. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die drei genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Okay. Stopp! Nicht so schnell, Freundchen. Ja, es war ein Versuch wert. Habe ich keinen. Okay, gut. Das heißt, wir müssen an so einen Fahrschein ran, um den Wäschelift nutzen zu können, um hier aus dieser Station wieder rauszukommen. Ja nun. Arschgranate, Himmel und Zwirn. Wo bringt uns das nur hin? Ah! Oh Gott, schreck mich. Überraschung! Huch! Fingerfood. Dip. Deko. Noch mehr Deko. Die Petra. Ach, das ist die Petra. Wer kennt sie nicht? Die gute Petra.
Oh, ich weiß noch gar nicht, ob ich mir das antun will. Was haben wir hier? Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Ja. Oh, mach selber. Oha. Oha, mehr sage ich da gar nicht dazu. Okay, und hier sind wir beim Bienenmann. Ach du heiliger Bienenmann. Das ist halt der Wahnsinn. Das nimmt überhaupt kein Ende, das. Ich würde aber gern vorher dann nochmal mit dem Alumann sprechen und schauen, ob wir dem die Karte noch rauskitzeln können. Aber das gucken wir sich dann gemeinsam in der nächsten Folge an. Es ist völlig verrückt hier. Also nicht nur, dass wir hier im Irrenhaus sind, aber ey, Arschgranate, Himmel und Zwirn. Das macht mich völlig fertig. Ich hoffe, wir stehen das gemeinsam durch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi und ciao, ciao.